Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 mit mir, dem Shardogs. Hier ist jetzt mal stehen geblieben in Kapitel 4, nieder mit dem Sanktum. Ja, wir waren gerade, glaube ich, unterwegs mit Lightning und Hope, wenn ich mich nicht täusche, genau. Und da waren wir hier gerade bei diesem einen Speicherpunkt, wo wir gesagt haben, so, yo, lohnt sich die Modifikation? Und ich kann diese Frage bis jetzt halt auch nicht ganz so hundertprozentig beantworten, ob sich das wirklich gelohnt hat. So, deswegen, wir verbleiben erstmal so, ohne etwas zu upgraden und gucken einfach mal, ja, beim nächsten Mal ungefähr, oder beziehungsweise in der nächsten Spielstunde, was wir bis dahin so an neuen Zeug da ergattert haben und entscheiden demnach eben, was wir konkreterweise machen. Weil ich meine, wir haben es bis jetzt auch noch gar nicht so schlecht. Eigentlich geht das auch noch. Wir kommen im Moment auch ziemlich gut klar. Besonders eigentlich mit Lightning. Weißt du, ich habe ja eigentlich so dieses Bedürfnis, einfach Lightning immer mega, mega stark zu machen. Allerdings ist es halt nicht immer der Fall, dass wir mit Lightning am Kämpfen sind. Und daher, weiß ich nicht, lohnt sich das nicht direkt, weil Lightning mitunter irgendwie einer der stärksten Charaktere so generell ist, finde ich. Oder so habe ich zumindest so festgestellt. Tut mir leid, wenn ich jetzt gerade voll die Crap-Aussage treffe. Aber sie scheint ja im Moment halt am meisten Schaden halt zu machen. Und das ändert sich halt gar nicht mal so schnell. Und warte mal. Ich bin jetzt wirklich hier runtergefallen. Ich bin verwirrt ein bisschen. Wie konnte ich denn jetzt gerade hier runterfallen? Das ist ja mal peinlich. Dann gehen wir auf jeden Fall gleich nochmal hoch. Also, einen Schatz will ich auf jeden Fall hier haben. Eine Signaldrohne, was ist damit? Ah, nix. Ist einfach wieder kaputt. So, Ulan-Drohne. So, Schwäche ist aufgezeigt. Das ist nämlich hier Wasser und Blitz. Okay. Wie wäre es, wenn wir Doppelsequenz usen? Ich glaube, das lohnt sich mehr. Halt nur, um die Prozente zu pushen. Aber es lohnt sich, definitiv. Und wir haben den Gegner im Schockzustand. Sehr geil. So. Ich glaube, jetzt können wir hier auch ein bisschen Nachsetzen verwenden, oder? Nicht? Warte mal, Nachsetzen. Ach, Nachsetzen musste ich wahrscheinlich noch lernen, ne? Ich habe mich beim letzten Mal schon gewundert, warum das nicht ging. Oder haben wir das schon gelernt? Oh. Das kann ich gerade gar nicht zu 100% sagen. Dann müsste ich vielleicht einfach mal nochmal im Kristarium nachschauen. Aber ich meine schon, dass wir das nicht gemacht haben. So. Dann nochmal eben ganz kurz hier hoch. Da. Und diesmal vielleicht ein bisschen aufpassen, wo man hinläuft. Ich habe nämlich echt nicht erwartet, dass man hier runterfallen kann. So, was haben wir denn hier drin? Ein Blitzring, hurra! Gibt es auf jeden Fall Schöneres. So, Kristarium, schauen wir mal. Nachsetzen, ja, wir haben es eigentlich frisch gelernt. Normalerweise müsste das jetzt also gehen. Naja, Brecher, Moment, ich wollte Brecher noch eben fertig lernen. Mal eben ist gut gesagt, ne? So ein weiß das auch nicht. So Rollenstufe, so Heiler, was gebe ich dir denn? Keine Ahnung. Ich nehme mir zwar immer wieder aufs Neue vor, Hope zwar jetzt irgendwie als Heiler komplett auszubilden, aber ich denke mir die ganze Zeit so, aber wir sind halt seltener in der Heilerrolle, mehr in der Damage-Rolle und deswegen, tja, deswegen gebe ich Hope erstmal mehr Damage. Protestech, ja, ja. Machen wir mal erst kurz den Feldjäger denn kaputt. Der macht ihn nämlich nur Schmufix. So, und ist unglaublich schnell tot, muss ich gerade feststellen. Sehr gut. Das sind doch keine Feinde, die können auch gar nichts. So, tja. Und man sieht auch, solange wir 5 Sterne erringen können in den Kämpfen, braucht man diese Waffen-Upgrades noch gar nicht. Dann sind wir anscheinend noch schnell genug. Oder stark genug, je nachdem, wie man das jetzt sehen möchte. Oh, jetzt ist es schwierig. Ich guck gerade, ob es hier... Oh, ob es einen Schatz gibt, aber ich glaube nicht. Oh, kann natürlich sein, dass wir jetzt... Wenn es hier doch einen Schatz gäbe, dass wir den locker einsammeln könnten. So, aber hier ist keiner, also ist alles gut. So, gut, hier an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal safen und dann direkt weiter, würde ich sagen. Null Problemo.
This isn't working. Huh? I mean, you're a liability. You'll just slow me down. What? I'm sorry, but I can't protect you when... You can't leave me here. You've got to take me with you. Enough! The whole world is against us. I can barely keep myself alive. Let alone some helpless kid! I don't have time to baby you. You want to get tough? Do it on your own! Cannot be happening. Espa Battle Nummer 2 incoming. Dann wollen wir mal Odin. So, oder Odin, je nachdem. Ja, jetzt wollen wir doch mal überlegen, wie wir das am besten machen. Ja, komm, machen wir das zunächst einmal so. Ich brauche Heilung. Ganz schnell. Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir bringen uns erstmal jetzt hier hoch. Also das kann erstmal so nicht angehen. Also Odin macht mich hier gerade voll platt. Aber sowas von. Alter. Jetzt übertreibt man nicht. So, wir haben ein Todesurteil. So, wir wollen eigentlich auch mal ihn mal ein bisschen zur Strecke bringen, beziehungsweise bei dem einfach mal seine Metamorph-Dings da hochpushen, aber ich weiß gerade nicht, wie ich das machen soll. Ich überlege ja schon. Ich packe ja Hope schon als Augmentor rein. Da ist Protest schon mal eine ganz, ganz gute Sache. So, Wallum ist halt auch nochmal nicht schlecht. So, aber auch also auch nur dann, wenn jetzt Dings das Überleben tut. So, Heilungstaktik, schnell, müssen Hope heilen. Oh, und Hope ist schon wieder tot, Mann. Alter. Ja, so schaffen wir das garantiert nicht. Also, hier sage ich aber nur einen Trip. Weil, so geht das nicht. So kann ich das nicht machen. Ja. Ja, jetzt kannst du mal eine Runde auf mich gehen. Ah, sehr gut. So, wo wir jetzt dabei sind. Jetzt bitte nochmal Extermination. Dann switze ich hier einfach mal lieber nochmal auf Partikularattacke um. Weil Hope sich ja heilen muss. Aber Hope geht ja wieder sterben wahrscheinlich. Oh, Hope lebt ja noch. Überraschung, Blitzerer. Sehr gut. Gib mir die Heals. So, jetzt machen wir mal Doppelverheerer. Doppelverheerer. So, dann müssen wir die Prozente jetzt eigentlich relativ schnell hochballern können. So, können wir hier noch irgendwelche Informationen einsehen? Normal, okay. Könnte ich das Ganze beschleunigen, wenn ich eine Analyse mache? So, ne, alles normal. Also sehr unerheblich, was wir machen. Oh, sieht gut aus. Metamorph haben wir schon ziemlich weit hochgepusht. Und wir haben den Kampf bestanden. Herzlichen Dank. Lightning hat einen weiteren ATB-Balkenabschnitt erhalten. Lightning. Whoa. Your brand looks different. Was that an Eidolon? Like Lasikan summon? Magic and mumbo jumbo. I must have hit my head on that purge train. Am I really in your way? I'll do better. I'll try harder. Help. We'll toughen you up. Huh?
I'm sorry about before. Okay, ich würde mal sagen, weiter geht's. Erstmal schnell eine neue S-Bahn kassiert, nämlich die von Lightning. Eigentlich interessant, dass sie Odin halt gewählt haben. Als S-Bahn für Lightning. Finde ich wirklich ein bisschen interessant. Naja, aber gut, aber gut. So, wir marschieren aber mal weiter. Hier kommt jetzt wieder die Cutscene. Got my back? Yeah. So, Metamorph-Modus, Tutorium. Lightning ist nun in der Lage, die S-Bahn Odin zu rufen. Dabei werden Metapunkte MTP verbraucht. Wähle nun die Meta-Wertigkeit Beschwören aus, um Odin herbeizurufen. Ja, jetzt sage ich Odin und Odin, beides einfach nur. Odin. Für die S-Bahn wird ein ESP-Balken angezeigt. Dieser sinkt kontinuierlich mit der Zeit. Außerdem sinkt er, wenn die S-Bahn Schaden nimmt. Sinkt der ESP-Balken auf 0, verschwindet die S-Bahn alsbald. Mit X kann der Metamorph-Modus aktiviert werden. Im Metamorph-Modus verändern die S-Bahn ihre Gestalt, sodass die LSC aufsteigen können. Derart vereint können S-Bahn und LSC mächtige Angriffe ausführen. Der Metamorph-Modus endet, sobald die Metamorph-Anzeige auf 0 gesunken ist. Da mit dem Ende der Metamorph-Modus die S-Bahn verschwindet, sollte der Metamorph-Modus bei einer möglichst vollen Metamorph-Anzeige begonnen werden. Okay. Möglichst vollen. Okay, die Metamorph-Anzeige steigt, indem die Lassie und S-Bahn vor der Verwandlung gemeinsame Angriffe erzielen. Im Metamorph-Modus gilt eine andere Steuerung, die auf dem Bildschirm angezeigt wird. Mit einfachen Befehlen werden tödliche Techniken ausgeführt. Am linken Bildschirmrand wird der Metamorph-Zähler angezeigt. Der Zähler sinkt mit jeder ausgeführten Technik um die angezeigte Zahl. Wenn der Zähler auf 0 sinkt, verschwindet die S-Bar. So, wir hauen erstmal mit Rundumschlag einfach mal eiskalt drauf. So, bleiben noch zwei Gegner übrig. So, man sagt ja, man soll diesen Metamorph-Dings ausführen. Ja, solange der ESP-Balken noch relativ hoch ist, oder nicht? Also rein theoretisch halt früh. Aber da lohnt sich doch gar nicht. Ich meine, wenn man hier in diesen Modus jetzt hier reingeht, dann ist das doch total unerheblich, wie viel Zeit nun letztendlich verbleiben war, oder nicht? Also jetzt ist die Frage, ob ich es mit der Steuerung hochgeschissen kriege. So, und zwar haben wir hier einmal den Automodus. So, den macht man mit normaler Bestätigung. Oder fällt das nach oben oder fällt das nach unten? So, was ist ein Donner Backslash? Oh, jetzt habe ich direkt, glaube ich, Dings gedrückt. Eine Taste, die ich nicht drücken wollte, und zwar den Finisher. Naja. Na gut, da muss man ja erstmal drauf klarkommen. Das war jetzt zum Beispiel mega, mega schlecht. Ich wusste gar nicht, was Backshift ist, aber das wäre einfach nur in diesem Fall bei mir Kreis gewesen. Ja, egal, nicht so schlimm. Nicht so tragisch. Aber wie wäre es einfach mal mit Doppelsequenz? Ich glaube, das könnte mal helfen bei denen zumindest. Blitz, Aqua, Aqua, Blitz. Ja, stimmt, genau. Er ist ja genau gegen diese Sachen hier anfällig. So, aber er braucht Heilung. Er sollte hauptsächlich zunächst einmal hochheilen. So, jetzt ist er wieder hochgeheilt. Jetzt switchen wir aber zu Doppelsequenz und machen Party Hard. Oh. Auch in diesem FF kann ich leider nicht beurteilen, wie nützlich letztendlich hier die S-Bahn sind, da ich sie bisher in diesem Spiel halt aber noch kaum beschworen habe, könnte man sagen. Deswegen, I don't know. Da müsste man leider jemand anderen fragen. Ich weiß es nicht. Oh Mann, warte mal. Partikulardichte oder Attacke, ja, ja. Ja, genau. Jetzt nochmal Lightning eben hochheilen. Dankeschön, das wäre nett. Und jetzt einmal die Doppelsequenz mal wieder. Aber dafür kriegen wir locker easy keine 5 Sterne. Weil das war einfach nur so schlecht von mir. Mit der S-Bahn jetzt gerade vor allem die eine Aktion. Deswegen, ja, vergessen wir das lieber einfach nur. 5 Sterne. Alter, das war mehr als schlecht. We'll stop here.
Sorry. Don't sweat it. I'll look around. You rest up. By a long shot. Sign of soldiers. Guess lightning got their attention. I wonder how Hope's doing. They were headed towards Palampolo. Kid's on his way home. You can bet on it. Good for him. What's wrong? It's good. If they manage to slip in quietly, all of Cocoon is in the grip of Pulse Phobia. If a Lassie pops up on the radar, all hell will break loose. They don't even know why they're scared. Afraid of what they don't know. Afraid to find out more. It gets worse the older you get. I'm terrified of what'll happen. The world probably would be better off without Pulse the Sea. I mean, most of them. Gee, thanks. Let's go! Alles klar, hier sind wir angekommen in einer, weiß ich nicht, was Fabrik oder was für ein Werk, I don't know, Entsorgungsanlage, genau. Genau, so, und zwar, wir schauen jetzt immer kurz bei den Paradigmen rein, und zwar haben wir zum Beispiel Extermination hier auch, Doppelsequenz ist auch dabei. So, interessant, so. So, haben wir, sollten wir vielleicht noch irgendeine besondere andere Rolle hier nehmen? Vielleicht, wie wäre es noch mit dem Augmentor und Heiler eventuell, so, für den Fall der Fälle, eiserne Front, also wenn es mal kritisch wird und man halt noch ein paar Buffs machen muss. Ja, dann wäre das halt vielleicht eventuell ganz schön. So, die Sache ist, ja, wir brauchen einen Brecher, definitiv, aber da wäre zum Beispiel seine ältere Waffe ein klein wenig besser. Da ist zwar weniger Magie drauf, aber ein bisschen mehr Angriffskraft, also ist das schon gar nicht mal so verkehrt. So, und du hast Angriffszauber plus 20, bei dir ist das vollkommen richtig. Wobei, bei dir Perlenflügel, das ist verwirrend hier mit diesem Magieschaden plus 5, minus 5, ja, I don't know. Das ist eh strange hier alles bei dir. Kristarium. So. Du hast fast Rundumschlag. So, und du lernst weiter Manipulator oder doch lieber was anderes? Ach, keine Ahnung. Ist ja egal. Wir lernen ja alles hier irgendwie so aus, könnte man sagen. Gut. Habe ich da jetzt gerade gespeichert? Ich glaube nicht, ne? Aber wir haben jetzt gerade sowieso erstmal in der Zwischensequenz gespeichert, also ist gar nicht so wichtig.